Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Roomtouren und die schauen wir jetzt an. Ihr könnt eure Roomtour einreichen unter deineroomtour@gmail.com, groß, Kleinschreibung, egal. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die 5 Roomtouren. Okay, okay, das sieht schon mal sehr clean aus. Bett gemacht. Endlich räumt jemand von vorher auf. Spots in der Decke. Clean, cleaner Kleiderschrank. Spiegel hier, ich wollte schon sagen, mir fehlt ein Spiegel im Zimmer. Auch clean. Kein Kabelsalat hier. Teppich, cozy. Hier hätte man vielleicht einen Spiegel noch einbauen können in den Schrank, um einfach so ein bisschen mehr so Volumen in den Raum zu bringen. Ja, hier schön ein Bild. Ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht noch irgendwie eins drüber kommt oder woanders noch so. Also, dass man da noch so ein bisschen Leben reinbringt, weil jetzt gerade ist es so sehr, sehr steril. Aber durch die Farben und so nimmt das das auch, macht es das ein bisschen wohnlicher. Was ist das? Don Toliver? Yes, sir. Guter Geschmack. Zwei Monitore. Oh, das ist aber nice. Boah, dieses Betonteil feiere ich ja geisteskrank. Und dann schöner blauer Himmel und ein paar dezente Pflanzen. Ja, boah, das sieht ja übelst amtlich aus hier. Sehr, sehr nice. Und das für ein Zimmer. Schon sehr, sehr nice. Ah, warte mal. Das war es noch gar nicht. Geht der jetzt noch raus? Okay. Also, geht das jetzt... Ist das jetzt so eine ganze Wohnung oder ist das so sein Zimmer plus Bad? Aber auch das Bad, sehr, sehr nice. Ich feiere das immer, wenn die so ein bisschen separat sind, die Waschbecken. Spiegel, cool. Schwarze Toilette, ist das eine Wave? Lass mich kurz überlegen. Ah, ich glaube, ich wäre irgendwie auf weiß gegangen, weil ich glaube, Kalk und so siehst du da ganz schnell. Ja, okay, das muss halt hier hin, das kann man nicht anders verstecken. Wobei hier noch so ein kleines Schränkchen drüber und so, dann wenigstens das, was auf dem Schrank steht. Auch hier wieder. Ich feiere das irgendwie, diese Beton-Optik da. Ist clean. Alles super. Stimmig vor allem. Und dann da rechts wahrscheinlich die Dusche, ne? Ja. Ja. Boah, sehr nice Dusche. Aha, ich wollte sagen, ich hoffe, Orodion. Sehr, sehr gut. Übrigens, auf das Schwarze, 50% Sale immer noch auf Orodion.com bis zum Ende des Monats. Der Summer Sale. Ein ganz, ganz klares Live gibt das von mir. Unter mir ist der Link. 50% Sale. Ihr macht nichts falsch. Ihr werdet nichts bereuen. Es ist ein crazy, crazy Duft. Da bekommt eine Probe mitgeliefert. Könnt euch die Probe draufsprühen. Sagen, oh, geiler Duft, den behalten. Oder ihr seid geschmacksverirrt und könnt zurückschicken. 2% Retourenquote. Ich habe extra nochmal nachgefragt. Sprechen für sich. Also... Vertraut, 50%, ein crazy Deal dafür. Das gibt von mir ein klares Live. Sehr, sehr nice Wohnung, Noah. Vielen Dank fürs Einreichen. Jetzt kommen wir zur Roomtour von Fabio. In Klammern Scheune. Also als kurze Zusammenfassung. Mein Vater und ich haben vor 2 Jahren angefangen, eine alte Scheune umzubauen. Und es ist mittlerweile so weit, dass ich sagen würde, die kann man präsentieren, kann man zeigen. Okay. Und ja, das würde ich gerne machen. Das sieht sehr schön und sehr, sehr wohnlich aus. Nicht immer dieses all white und clean. Okay, erstmal alles hier wahrnehmen wir. Das ist sehr, sehr nice, diese Balken hier und so, das macht das sehr wohnlich. Hier die Couch, so falls mal ein Jobinterview stattfinden muss, kleiner Spaß. Falls mal ein bisschen gegambelt werden muss, okay. Ich kann leider kein Poker spielen. Also eh gut, das Glücksspiele da, muss man eh nicht, ne. Aber ja. Übrigens, habe ich das schon erzählt mit Vegas? Wir waren in Vegas, ich habe 1,20 auf Rot gesetzt, damit man einmal was gemacht hat. 40 Euro draus gemacht. Ich hatte nur 1,20 Bargeld dabei, weil man alles mit Karte zahlt. Wir sind nicht broke, Gott sei Dank. 20 auf Rot gesetzt, 40 draus gemacht. Die Frau guckt mich so an. Ich so, ja, ich würde es gerne auszahlen. Muss ich zu so diesem Kassierer gehen und 40 Euro auszahlen? Mit Plus aus Vegas rausgegangen. Nicht 20k? Nein, leider nicht 20k. Aber zum Glück. Hätte ich 20k gesetzt, dann wäre wahrscheinlich 0 draus geworden. Boah, die Frau war Loki ein bisschen sauer auch, weil ich die einfach gedribbelt habe. Wehgetan haben wir 10 jetzt nicht. Schön und wohnlich. Das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht. Das wäre jetzt nicht so mein Taste mit diesem Traumfänger-Mandala-Type-Beat auch hier hinten. Aber diese Wand finde ich sehr angenehm. Treppen geht's hoch. Hier haben wir wieder so ein Mandala-Wandtapete. Das hätte ich, glaube ich, wieder nicht gemacht.
Aber irgendwie andere, so ein buntes Bild vielleicht hingehangen. Alles sehr clean und vor allem, das hat er mit seinem Dad zusammen gemacht, das muss man sich auch nochmal vor Augen halten, ne? Ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Wave, dass du da so runterschauen kannst. Mhm. Okay, das sieht auf jeden Fall amtlich aus. Was ich aber jetzt schon sagen kann, was mich stört, dass man hier die LEDs sieht, die einzelnen Punkte. Und lila LED. Mein Lieber, ich glaube, es reicht. Auch hier dieses gepunktete, ich hätte lieber so eine smooth durchgehende genommen. Sonst auch alles clean. Das ist sehr cozy. Ich finde, Schlafzimmer ist immer sehr geil, wenn das so einen Holzboden hat oder was so Wärmliches. Das gibt so ein bisschen kühle Vibes. Schön ist es trotzdem, ich feiere diese Wand hier sehr, sehr krass. Das kommt schon sehr nice. Und dann schön hochgucken. Das hier gibt so ein bisschen New York Loft Vibes. Fast schon. Aufgeräumter Schreibtisch, sehr clean. Ich hoffe, euch hat der kleine Zusammenschnitt gefallen. Ja, war sehr, sehr nice. Also, das gibt von mir ein zweites Live hier in diesem Video. Hat echt mit abgerissen. Wir schauen jetzt die dritte von fünf von Tobias. Was geht, Justin? Tobias, was geht, mein Lieber? Danke für jemanden, der so im Hintergrund einen Talk hält. Kannst du dich daran erinnern, ich habe schon mal ein Video mitgemacht mit meinem großen Loft. Deswegen werden vielleicht auch ein paar Sachen... Mit deinem großen Loft? Ich erinnere mich gerade nicht mehr. Hättest du mal eine kleine Einblendung machen können, Tobias. Aber danke, dass du auch zum zweiten Mal hier was einreichst. Ich sehe gerade, deine Schuhsammlung ist leider unvollständig. Kommt vielleicht noch. Freitag 18 Uhr ist Restock. Dir wieder bekannt vorkommen. Das ist meine Zweitwohnung hier. Die Zweitwohnung? Sorry, ne, Tobias. Es tut mir, sorry, ne? Es tut mir wirklich leid. Ich bin jetzt vor knapp 2 Wochen eingezogen, deswegen nicht nur ein paar... Die Zweitwohnung. Sachen. Ich sehe jetzt schon, das Badezimmer wird ein absoluter Slapper. Kartons da hinten... noch rumstehen. Wir beginnen einfach mal direkt. Ja, boah, das finde ich sehr nice. Finde ich irgendwie sehr cool, diese Fliesen. Hier muss zum Beispiel noch eine Duschwand hin. Mhm. Also eine Glaswand kommt hier. Ja, okay. Ja, gut, sonst wird es ordentlich darum spritzen. Pause. Und halt natürlich noch was, wo du diese ganzen Sachen hinstellen kannst. Noch hin. Dann Unterschrank natürlich. Ja. Aber ansonsten ist es soweit. Ja. Ein paar Bauarbeiten werden noch gemacht. Mhm. Das Bild wird dich wahrscheinlich auch noch erinnern. Und ein Schlafzimmer kommt aber noch weg. Keine Sorge. Danke, danke. Ich erinnere mich zwar nicht mehr, aber ich erinnere mich, dass ich bestimmt was... Also, nee, ich erinnere mich nicht. Aber es passt zu mir, dass ich das Bild kritisiert habe und ich kritisiere es immer noch. Schön, dass es bald wegkommt. Das kommt sehr, sehr nice. Cool. Und diese Küche hier so klein eingebaut. Bisschen um die Ecke, 2 Barhocker. Genau, super. Das ist das Wohn-Ess-Bereich. Mhm. Man könnte natürlich noch überlegen, hier so einen kleinen runden Tisch hinzumachen. Ja, wobei, vielleicht wäre das ein bisschen gequetscht dann. Ich dachte, so ein Esstisch vielleicht. Aber doch, so ist auch cool. Ess-Bereich. Ja, wobei, weil hier hängen halt auch so Lampen drüber. Und Hängelampen macht man nur über Tische eigentlich. Also über einen Esstisch oder Wohnzimmertisch oder so vielleicht noch. Ich glaube, hier hätte ich auch eine andere Lampe gewählt, weil... Die hängt so über der Couch, nicht, dass beim Aufstehen du dir deinen Kopf... so. Aber Sofa super nice. Vorbildlich natürlich immer die Schuhe ausziehen. Ja. Sehr cozy. Auch hier gut, schon mal ein Kabelkanal. Ich denke mal, hier wird vielleicht noch was drunter kommen. Dann hier den einen oder anderen Netflix- und Chillabend. Natürlich nicht. Wir sind vorbildlich. Das machen wir natürlich nicht. Dann begeben wir uns direkt mal ins Schlafzimmer. Ja. Was ich halt geil finde immer. Oh, die hohen Decken, okay. Hatte schon eine andere Wohnung. Kleiderschrank, wie gesagt, muss auch noch hin. Mhm. Diese hohen Decken. Und das Geilste von dieser Wohnung, die endlos große Dachterrasse. Der Penthouse Dawn haben wir hier also. Ja, das kommt natürlich sehr, sehr krass. Das kommt wirklich sehr krass. Kommt hier noch ein wunderschöner Whirlpool hin. Boah, ja, Whirlpool kommt auch krass. Habe ich gerade gar nicht dran gedacht, aber der Chat natürlich schon. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Ein drittes Live. Ihr macht nur krasse Roomtouren, Leute. Roomtour von
Imre. Mhm. Ich erspähe schon eine Peso Saints Jacke. Sehr nice. Ja, Eingangsbereich. Dahin Klamotten. Yes, sir. Haare gemacht. Cleane Dusche. Platzsparend eingebaut. Schöne Fliesen. Viel Holz verbaut. Das macht sehr warm und wohnlich. Coole Sammlung. Er ist wirklich der allerechte Yeezy Don. Kann man nur so sagen. Yeezy Calabas ist nochmal ein Yeezy. Okay. Cool. Holztüren, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, weiße fände ich cleaner, aber du kannst ja auch nicht mal einfach so gerade eine Tür ändern. Deswegen, schon okay. Da fehlen auch Tanks, ja, leider, ja. Dart, okay, da würde mich mal interessieren, wie gut er ist oder ob hier neben auch noch irgendwelche Löcher in der Wand sind. Mhm. Ich glaube, diese Aufstellung finde ich ein bisschen komisch. Also, dass die so ineinander stehen. Ist das hier Snooze? Aber die Schuhe sind sehr, sehr hart. Ich glaube, das sind meine Favorites. Die habe ich auch. Bro sammelt wirklich die Snooze-Dosen bis zur Decke. Das ist crazy. Die würde ich, glaube ich, wegwerfen. Und nicht mehr nehmen. Ja, die Yeezy Boots sind sehr krass. Oh, hier geht es noch um die Ecke. Ja, sehr nice, dass die Küche hier so abgelegen ist. Alles da, super clean, neu. Lampe, weiß ich nicht. Couch kommt auch clean. Hier noch ein bisschen was zum Trainieren. Valid. Und dann hier Schlafzimmer. Ordentlich aufgeräumter Schreibtisch mit PlayStation. Da hat man hier so einen Apple Computer. Und dann hier ein Bett. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist die Wand noch ein bisschen leer, aber wenn das direkt da dran steht, dann könnte es sein, dass man irgendwie dagegen kommt. Deswegen passt das schon so. Sehr cleane Wohnung, gibt von mir auch ein Live. Vielleicht für meinen Geschmack ein Ticken zu viel Holz, aber jetzt nicht, dass ich sagen würde, oh, da würde ich aber nicht leben. So, dann jetzt kommen wir zur letzten, und zwar Roomtour von Jan. Wird es ein 5 von 5? Wir fangen an mit dem Klo als allererstes. Das erste, was ich sehe, ist ein Klo mit weißen Fliesen und Fugen und okay, okay. Mhm, Föhn aufgehangen. Ja, okay, der Bro ist eventuell Chemiker oder Breaking Bad Enjoyer. Mhm. Küche, auch platzsparend eingebaut. Was ist das? Bro hat auf jeden Fall auch diese Kelloggs im Voraus gekauft, damit er nie wieder morgens hungern muss. Impact Whey. Das kriegt nochmal einen schönen Zoom rein. Ja. Was ist das hier auch nochmal? Whey oder was? Okay, der Bro ist auf jeden Fall breit. Ist diese Wohnung eventuell zu klein für ihn aufgrund seines krassen Muskelwachstums? Mhm, blaue LEDs. Ja, ordentlich aufgeräumt, aber warum hat er einen Kinosessel? Man weiß nie, was einen hinter der nächsten Ecke erwartet. Ja, auch das hier so ein bisschen altertümlich. Ich glaube, ich hätte mir da einen anderen Weg gesucht, das zu kaschieren. Vielleicht hinter den Vorhängen noch so Sichtschutzvorhänge oder hier dann zumindest, weiß ich nicht, Milchglas oder sowas. Er frisst Kelloggs mit Proteinpulver. Ja, das ist auch krass. Da geht's noch hoch. Ja. Mhm. Astrophysiker vielleicht auch neben Chemiker. Ein paar Bücher, ja. Der belesene Boss. Parfum. Mhm. Oh, der Kenner. Nicht schlecht. Gute Sammlung. Nicht im Bad gelagert. Ganz toll. Dann geht's hoch. Ins Penthouse. Und da ist Schuhsammlung. Ja. Klima. Bett. Wäschekorb, Kleiderschrank, super. Was ist das? Ah, ein iPad. Das hat er natürlich auch schlau gelöst. Sehr nice. Und da sieht man nochmal den allerbreitesten. Da machen wir auch nochmal einen kleinen Flex hier natürlich in die Masse rein. Ja, sympathisch. Ich nehme an, er ist wahrscheinlich Student oder Azubi. Super wohnliche Wohnung für diesen Lebensabschnitt. Sehr cozy. Gibt von mir auch ein Live. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Es ist ein 5 von 5, Leute.
Also ihr habt auf jeden Fall alle Geschmack. Das kommt sehr nice. W auf jeden Fall. Danke euch fürs Einreichen und gerne an deineroomtour@gmail.com eine Roomtour einschicken.